Die türkische Wirtschaft ist im dritten Quartal gewachsen um 6,7% und die Notenbank hat jetzt den Leitzins angehoben auf 15%, also ein riesiges Zinsgefälle gegenüber der Eurozone. Gleichzeitig ist die türkische Lira aber immer noch am Boden und türkische Aktien sind spottbillig. Ist das für einen Anleger eine große Chance oder ist das alles Wunschdenken? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die türkische Währungskrise, Sie sehen schon, das Thema lässt mich nicht mehr los. Die Türkei ist hier auf dem Zukunftsmärkte-Kanal Thema seit 2,5 Jahren. Ich habe immer wieder Videos dazu gemacht. Ich muss aber auch zugeben, zwischendrin habe ich es auch mal aufgegeben, weil ich das Gefühl gehabt habe, das Ganze bringt hier nichts. Von den Zuschauerkommentaren her war es teilweise, vor allem am Anfang, wirklich ein Massaker, eine Katastrophe. Erdogan-Fans gegen Erdogan-Gegner, Deutsche gegen Türken auch teilweise, alle sind sich da hier gegenseitig an die Gurgel gegangen. So war das wirklich zeitweise. Ist aber in letzter Zeit deutlich besser geworden. Vielleicht auch darum, weil die Leute jetzt andere Probleme haben, echte Probleme. Und was natürlich auch feststellbar ist, das Publikum hier wird einfach immer besser. Kleines Update vorher noch zum letzten Video. Im letzten Video ging es ja um die drohenden Delistings von China-Aktien, die unten in den USA börsennotiert sind. Und auch der US-Kongress hat jetzt diesem Gesetzentwurf letzte Woche zugestimmt, was jetzt nicht groß die Überraschung war. Es wird also aber jetzt konkret das Ganze. Der Countdown läuft jetzt und man muss jetzt eben wirklich beachten, wie sich die betroffenen chinesischen Unternehmen da alle verhalten. Und wie gesagt, wahrscheinlich wird es eben auch einige chinesische Unternehmen geben, die sich jetzt nicht um ein Zweitlisting kümmern, sondern die eben möglicherweise privatisiert werden, weil also sie die Kleinaktionäre demnächst ein Übernahmeangebot kriegen könnten. Und um solche China-Aktien, da geht es in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report. Unsere Reports sind gratis und dieser Report zu diesen China-Aktien, der geht morgen raus. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, jetzt eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Dann kriegen Sie diesen Report zu den möglichen Übernahmekandidaten und auch alle anderen Analysen von uns in Zukunft völlig gratis. Der Link ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Am besten gleich anmelden, sonst vergessen Sie es wieder, weil wir jetzt ja wieder zu einem völlig anderen Thema kommen, das eben auch sehr spannend ist, nämlich zur Türkei. Die türkische Lira. Um das ganze Ausmaß mal zu verdeutlichen, hier haben wir die Lira zum Euro die letzten 10 Jahre. In dem Zeitraum ist die Lira zum Euro gefallen um 80% und gegenüber dem Dollar sieht es ähnlich aus. Obwohl ja die Türkei eine starke Volkswirtschaft immer gewesen ist, eine Wirtschaft, die überdurchschnittlich gewachsen ist und obwohl auch die Staatsverschuldung niedrig ist, trotzdem, es ging massiv abwärts. Allerdings mit Unterbrechungen. Also interessant ist zum Beispiel die Stabilisierung, die wir gehabt haben von Mitte 2018 bis Mitte 2019. Habe ich damals auch behandelt. Es hat da ja zwischenzeitlich ganz gut ausgesehen. Und vielleicht behalten Sie diesen Zeitraum jetzt auch mal im Hinterkopf, auch wenn es nicht gehalten hat damals. Jetzt haben wir hier das Ganze nochmal auf ein Jahr, der Einjahrescharts. Letztes Rekordtief war Anfang November und dann hat aber die Lira eben einen Satz nach oben gemacht. Was ist da jetzt passiert? Es sind drei Dinge passiert. Erstens, Erdogan hat den Notenbankchef rausgeschmissen, mal wieder. Dann zweitens, einen Tag danach, da ist auch Erdogans Schwiegersohn, der Finanzminister war, zurückgetreten. Und drittens, die türkische Notenbank hat dann den Leitzins wieder angehoben und zwar deutlich um 4,75% auf 15% zur Eindämmung der Inflation und zur Verteidigung der Lira. Und das kam eben gut an jetzt. Aber warum ist die Lira überhaupt so gefallen? Ich mache es mal relativ kurz. In den anderen Videos, die ich vorher gemacht habe zur Türkei,
habe ich es ausführlicher gemacht. Es gibt hier ja sogar eine Playlist nur für Türkei-Aktien. Da sagen Sie nichts mehr. Also, die Inflation der Türkei in diesen Boomphasen, die war immer zu hoch. Und in den letzten Jahren, da ist die Türkei eigentlich sogar in eine Art Teufelskreis gekommen aus fallender Lira und steigender Inflation. Die Lira ist schwächer geworden, weil die Inflation gestiegen ist, und die Inflation ist gestiegen, weil die Lira gefallen ist, weil dadurch ja die Preise für Importgüter steigen. Und da ist die Türkei einfach nicht wirklich rausgekommen. Was normalerweise hilft in so einem Fall, das sind eben Leitzinserhöhungen, weil höhere Zinsen ziehen erstens ausländisches Kapital rein in den Lira-Raum und sie verringern da aber das Geldmengenwachstum. Nur Präsident Erdogan ist ein erklärter Gegner von Leitzinserhöhungen, hat er auch oft genug gesagt. Höhere Zinsen würgen die Wirtschaft ab, ist immer so, das will er natürlich nicht, kann man ihm nicht verdenken. Er sagt aber zusätzlich auch noch, dass höhere Zinsen auch nicht gegen Inflation helfen, sondern dass die die Inflation zusätzlich anheizen. Ist nicht so blöd, wie immer alle sagen, weil höhere Zinsen heißt für die Unternehmen auch höhere Inputkosten und deshalb eventuell steigende Preise. Er hat da also nicht ganz Unrecht in dem Punkt. Das ist aber nur ein Aspekt in der ganzen Sache. Und der wichtigere Aspekt wäre eben in den letzten Jahren gewesen, dass die Lira verteidigt werden muss. Der Witz ist, eigentlich hat die türkische Notenbank ja einen Zins angehoben. Also bis Mitte 2018, hier sehen wir die Leitzinsen, da waren wir durchgehend bei unter 10%. Das war zu wenig. Die Lira ist immer stärker gefallen und dann gab es aber in zwei Schritten eine Anhebung bis auf 24%. Und Sie erinnern sich, das hat die Lira dann stabilisiert. Sie ist von August bis Dezember 2018 sogar um 30% gestiegen. Aber 2019, da hat Erdogan den Notenbankchef dann gefeuert. Der neue Notenbankchef, der hat die Zinsen schnell wieder gesenkt. Dieser neue Notenbankchef ist jetzt wieder gefeuert worden und der ganz neue Notenbankchef, der hebt jetzt den Leitzins wieder an. Darum kann theoretisch jetzt die Lira eben auch wieder steigen. Theoretisch zumindest. Und Erdogan hat jetzt auch in einer Rede vor Parteimitgliedern gesagt, jetzt geht es um Stabilität, jetzt geht es um Stabilisierung der Währung, auch wenn man dafür Maßnahmen vielleicht braucht, die unter Umständen bitter sind. Es gab aber noch was, das damals 2018 der Lira geholfen hat, und das war die Leistungsbilanz. Die Türkei hatte immer ein chronisches Leistungsbilanzdefizit, weil die Unternehmen da hohe Schulden in fremder Währung aufgenommen haben. Im Boom wegen der niedrigen Zinsen bei Fremdwährungen. Und diese Schulden steigen immer mehr, je mehr die Lira fällt. Außerdem gibt es zu viel Importe, zu wenig Exporte in der Türkei. Hat sich 2018 aber geändert. Es gab da plötzlich Überschüsse und 2019 auch. Das sind hier die blauen Balken. Weil es hat sich gezeigt, dadurch, dass die Lira schon so weit unten war, dadurch sind die türkischen Produkte natürlich billiger geworden und die Exporte sind gestiegen. Einen Vorteil muss es ja haben mit der gefallenen Lira. Und dann eben noch steigende Tourismuseinnahmen in diesen Jahren. Und das alles hat natürlich die Devisenhändler stark beruhigt, dass es nicht mehr Kapital abgeflossen ist in diesen Zeiträumen, sondern sogar Kapital zugeflossen. Nur dieses Jahr im Sommer, da hat die Türkei natürlich keine Chance gehabt, weil der Tourismus ist dieses Jahr zusammengebrochen, eingebrochen um 70% ungefähr und die Exporte auch, die sind um 22% eingebrochen bis jetzt, trotz der niedrigen Lira, weil natürlich auch die Handelspartner in der Krise stecken. Kann sich nächstes Jahr aber wieder ändern, wenn es stimmt, was alle zurzeit ja denken, dass wir dann Impfstoffe haben werden, dass sich die Weltwirtschaft dann wieder erholt, dass der Tourismus dann auch wieder bucht, dann ist die Türkei natürlich ein Hauptprofiteur. Antalya, wir kommen. Mei, sieh, das mit dem Erdogan schlimm geh. Aber 2 Wochen Antalya nächstes Jahr, das müsste schon wieder sein. Und wenn es dann eben so kommt, dann kann dadurch spätestens ja im Sommer 2021 die Türkei auch wieder Überschüsse erzielen im Prinzip und auch das könnte dann die Lira eben wieder stützen. Wie kann man davon profitieren, von der steigenden Lira? Ein paar Möglichkeiten habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Zum Beispiel ein Lira-Bond, begeben von der Europäischen Investitionsbank, hier Kursentwicklung ein Jahr.
hat sich die letzten Wochen auch wieder gut erholt. Der Zins liegt zurzeit bei 10,3% pro Jahr, allerdings natürlich in Lira. Und das Ganze macht darum eben auch nur Sinn, wenn auch die Lira steigt oder zumindest stabil bleibt. In harter Währung gibt es auch Bonds, zum Beispiel Anleihen vom türkischen Staat in Dollar hier. Haben sich auch gut erholt, hat jetzt mit der Lira nicht mehr so viel zu tun, aber die werfen jetzt auch noch eine Rendite ab von 6,4% pro Jahr. Ist im aktuellen Zinsumfeld wirklich auch nicht wenig. Und wie gesagt, in Dollar in harter Währung. Türkische Aktien, hier der MSCI Turkey Index auf 5 Jahre und in Euro. Der liegt in gewisser Weise auch am Boden. Wir haben bei diesem Index nicht nach dem Corona-Crash die Erholung gehabt, die wir in anderen vergleichbaren Länderindizes gehabt haben. Die türkische Börse hat sich zwar auch erholt, aber eben nicht aus Sicht von einem Anleger aus dem Euroraum, weil ja die Lira gefallen ist. Mit anderen Worten, auch hier, auch bei türkischen Aktien, wenn man aus dem Euroraum kommt, ist ein Investment eben vor allem dann interessant, wenn die Lira stabil bleibt. Aber so oder so, das Ganze ist und bleibt auch noch riskant. Trotzdem, wenn man jetzt rein die Fundamentaldaten nehmen würde, einfach so wie wir sie vor uns haben, dann würde ich sagen, es sieht eigentlich nicht schlecht aus. Die Inflation müsste eigentlich zurückgehen, weil wir sind mitten in der Coronavirus-Krise. Der Leitzins ist im Grunde auch hoch genug. Und ich habe schon oft gesagt, es kann eigentlich nicht sein, dass die einen Länder immens hohe Zinsen haben müssen, immer damit man sagt, die Notenbankpolitik ist jetzt glaubwürdig. Und andere Länder, so wie die USA, Eurozone, Japan, die können machen, was sie wollen mit ihren Zinsen. Da stellt man sich die Frage gar nicht. Die können auch jahrelang null Zinsen haben, ohne dass man da jetzt ein Risiko drin sieht oder ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das ist eigentlich nicht fair. Aber natürlich ist die Türkei ein Sonderfall und da ist auch viel Psychologie dabei. Das Vertrauen in die Lira ist jetzt eben angeschlagen. Man hat die Inflation eben jahrelang nicht in den Griff gekriegt. Man hat die Lira eben jahrelang nicht wirklich stützen können. Und jetzt ist der Vertrauensschaden eben schon da. Die letzte Leitzinserhöhung war ein richtiger guter Schritt, ein gutes Signal. Aber am Markt sind die Erwartungen jetzt schon hoch. Man will jetzt eben wirklich sehen, die Regierung und die Notenbank, die meinen es jetzt ernst. Und diese Rede von Erdogan und diese Leitzinserhöhung jetzt, die werden möglicherweise nicht reichen, um den Markt da wirklich zu überzeugen, weil die nächsten Monate bleiben schwierig. Man darf so eine Vertrauenskrise nicht unterschätzen. Beispiel Argentinien. Vielleicht erinnern Sie sich an mein Video, das ich letztes Jahr gemacht habe, kurz nach diesem Crash in Argentinien. Ich habe sowas zwar öfter schon erlebt, aber ich habe es damals trotzdem wieder unterschätzt, weil an sich stand Argentinien dann so schlecht nicht da. Aber wir haben eben Panik gehabt. Und im Nachhinein muss man leider sagen, in dem Moment, wo sich in diesen Vorwahlen da abgezeichnet hat, dass es in Argentinien einen Regierungswechsel geben könnte, da war das Land eigentlich schon zahlungsunfähig. Und die neue Regierung, die konnte gar keinen Blödsinn mehr machen, großartig, was man da ja eigentlich befürchtet hat am Markt, sondern schon bevor sie angetreten ist, war die Sache eigentlich schon gelaufen. Wegen dem Vertrauensschaden. Und in gewisser Weise haben wir den eben auch in der Türkei. Die Auslandsinvestoren, die haben dieses Jahr 13,4 Milliarden Dollar abgezogen vom türkischen Aktienmarkt und Anleihenmarkt, ist schwerwiegend. Aber die inländischen Investoren, die ganz normalen Sparer, die haben sogar 27,4 Milliarden Dollar abgezogen. Dafür haben sie sich Fremdwährungen gekauft und Gold. Und die Hälfte aller türkischen Spareinlagen sind jetzt wirklich in Gold und Fremdwährungen. Und die türkischen Sparer, die haben auch nach dieser Leitzinserhöhung jetzt nochmal Fremdwährungen und Gold netto zugekauft. Und zwar für 4 Milliarden Dollar nochmal innerhalb von 2 Wochen. Die waren also von dem Zinsschritt überhaupt nicht großartig beeindruckt. Und das sind eben die Leute, bei denen das Vertrauen jetzt wirklich beschädigt ist und wo die Regierung das Vertrauen jetzt eben auch wieder zurückgewinnen muss. Und das in schweren Zeiten.
Und da kann man eigentlich nur hoffen, dass die türkische Regierung da jetzt das Richtige tut, weil leicht wird das Ganze nicht. Ich habe vieles jetzt nicht behandeln können, natürlich. Also zum Beispiel die ganzen außenpolitischen Konflikte. Da würden viele sicherlich jetzt sagen, naja, die Außenpolitik, das ist doch der eigentliche Grund, warum die Lira so stark gefallen ist. Glaube ich aber nicht wirklich. Es wäre natürlich besser, wenn es diese ganzen außenpolitischen Konflikte nicht gegeben hätte. Wir haben die aber schon seit Jahren, wir sind irgendwo auch dran gewöhnt und wir haben diese Spannungen auch in den Zeiträumen gehabt, in denen die Lira gestiegen ist. Insofern glaube ich, momentan ist die Geldpolitik entscheidender als die Außenpolitik. Gut läuft es natürlich nicht zwischen der Türkei und dem Westen. Da können wir jetzt aber wenig machen. Was mich eher bestürzt, was ich wie gesagt auch festgestellt habe bei den Kommentaren zu den früheren Türkei-Videos, das ist, dass das Verhältnis zwischen den ganz normalen Deutschen und den ganz normalen Türken hier bei uns, bei den normalen Leuten, wohl auch mittlerweile ziemlich ramponiert ist. Das finde ich unnötig, das finde ich bedauerlich, wenn ich das persönlich mal so sagen darf. Man muss ja auch bedenken, was für ein spezielles, besonderes Verhältnis die Türkei und Deutschland schon so viele Jahre haben. Nicht nur die Zuwanderung, die ja auch ganz erstaunlich war, weil ja aus der Türkei viel mehr Menschen zu uns gekommen sind als aus anderen Ländern, obwohl die Türkei relativ weit weg ist von Deutschland. Und diese Zuwanderung war ein Erfolg, unterm Strich. Bei allen Problemen würde ich sagen, aber in der Größenordnung und in einer Zeit, wo man ja über Integrationsprogramme oder sowas gar nicht geredet hat. Es war ein Erfolg und dieses spezielle Verhältnis geht ja aber noch viel weiter zurück. Es geht ja zurück bis zur Bagdadbahn, bis zum Ersten Weltkrieg. Also schon 1898 hat unser Kaiser Wilhelm auf einer Reise durchs Osmanische Reich ja gesagt, alle Mohammedaner können sich sicher sein, sinngemäß, dass der deutsche Kaiser ihr Freund ist. So weit waren wir also schon mal. Die Zeit wünschen wir uns nicht zurück. Es war eine Kriegskoalition damals und wenn wir die wieder kriegen, dann wissen wir auch, dass wir Krieg führen müssen und zwar gegen Frankreich, England, die USA und Russland zusammen. Das ist mehrmals schon nicht gut gegangen und die deutsche Kampfkraft ist sicher seitdem auch nicht gewachsen. Da wird es uns wahrscheinlich noch nicht mal helfen, wenn Österreich auch noch mitmacht bei uns. Aber wie auch immer, also ich bin einfach der Meinung, wir sollten und wir könnten pfleglich miteinander umgehen. Und wenn ich hier über die Türkei rede, dann geht es natürlich auch nicht darum, irgendwas schlecht zu reden oder irgendwen schlecht zu machen. Es ist einfach eine Einschätzung, die bestimmt nicht perfekt ist und weil sie das nicht ist, freue ich mich auch auf Ihre Kommentare jetzt und Ihre sachlichen Anmerkungen. Türkei bleibt spannend, es ist ein spannendes Thema, an dem wir dranbleiben sollten auf jeden Fall und auch dranbleiben werden hier. Und ich hoffe zusammen mit Ihnen eben auch, darum freue ich mich auch über jeden, der meinen Kanal abonniert. Und wenn Sie das tun, bitte auch die Glocke drücken, dann werden Sie nämlich sofort benachrichtigt, wenn ein neues Video da ist, neues Video zur Türkei, aber auch zu einem anderen Thema, das vielleicht auch interessant ist für Sie. Alles Gute Ihnen, bis bald, herzlichen Dank fürs Zuschauen.